noch mal eine. Oh, nur keine Hemmungen! Oh. Mit dieser Red-Schleber kann ich wunderbaren Fusel herstellen. Ja, ja! Fleisch der harten Wut! Wir sind verdammt manche alle wieder ein scheiß Alkohol. Boah, der hat voll den Schutz gemessen. Diese Red-Schleber ist perfekt eingelegt für unsere Zwecke. Nehmen wir eine Knarre, macht das. Noch Leber geben. So, oben bleibt doch noch was. Aber was ist das da? Glockenknüppel. Wenn wir Mönche den Eid der Gewaltlosigkeit leisten, müssen wir all unsere weltlichen Waffen ablegen. Sie werden nicht weit von hier gelagert und ich empfehle dir dringend, was auch immer du brauchst, aus unserem Waffenlager zu nehmen, mein vivisizierender Rächer. Komm dann zu mir zurück. Wo ist denn die letzte Leiche? Warte mal, da oben ist. Geht's da oben? Da war ich schon. Wohl da, keine Ahnung. Da liegt die doch hier irgendwo. Bevor wir nämlich weitermachen, sollte man erstmal die Leiche finden. Naja. Das ist verschwindet, das Bonusziel. Ja, das verschwindet dann auf jeden Fall, ja. Ah, da ist sie. Platzierte vergiftete Ratschleber. Ah. Ja, aber er ist oben. Und? Naja. Sturmgewehr. 68 Schaden. Was ist der? Ah, ja, okay, du schaust schon so aus. Ich gebe zu, dass ich ob meines Beitrags zu deiner unbändigen Gewalt zwiegespalten bin. Doch vielleicht sind derartige Vergehen ja der Wille der Stürme. Ach, scheiß Waffe, komm mal auf, Alter. Du hast mir Anlass zum Nachdenken gegeben, Kammerjäger. Und Anlass zum Trinken. Prosit, das sind wirklich glückliche Stunden. Ah, wie ich sehe, hast du die eingelegten Ratschlebern gesammelt, um die ich dich gebeten hatte. Sehr schön, sehr schön. Das gibt noch eine Belohnung. Weißt du, diese eingelegten Ratschlebern sind die Geheimzutat für unseren heiligen Drinks. Fusel. Ja, hab ich schon gesehen. Ja, was schön. Ratschrudel parat. Aber sie konnten sich befreien und machen jetzt die Destille und. Boah, was ist denn das? Epische Granate. Hau da eben und Zucker. Bei mir ist das ein Schild. Das hat zwar weniger Ding, dafür ist die Aufladung doppelt so schnell. Die Ladegeschwindigkeit ist dann so. Nö, Granate geht eigentlich. Oh, ich eine epische Upgrad. Hüpfen der Gummigranaten bei jeder Hops erhöht die Explosionsschaden und Radius. Und so, wie viel hatten die? 68. Achso, ne, dann passt schon. 61, Radius 2. Ja, meine hat 100. Ja, wie gesagt, die wird dann immer stärker, umso mehr sie aufnutzt. Ja. Egal, sonst wohnen die Bugs nicht. Oh, es ist. Erledigt! Es ist erledigt! Und es gibt kein Zurück! Ich kann es keiner Seele sagen! Psst! Ich muss abwarten! Hätte nicht so kommen müssen! Aber diese blöde Sirenenschlampe. Oh! Oh Mann, da war was. Legen noch. Kann ich das haben? Danke, bis später. Eva. Grave Robber Aspiring Vault Hunter. Grabräuber und angehender Vault Hunter. Robber? Oh, Robber? Hey. Ich war hier gerade am Leichen plündern.
Ja, aber Grave Robber, Grabplünderer. Du bist echt Kammerjäger wie Maya früher mal? So mit Abenteuern, Universum retten, Bösewichte killen? Es geht um mehr als das, aber nicht um viel mehr. Ja, das ist so verdammt cool, ich könnte sterben vor Freude. Ich werde auch Kammerjäger. Oder ich wäre es gern. Wenn ich mich beauftragen würde, als diese muffige Bibliothek zu bewachen und endlos auf Wasser zu starren. Entschuldigung, ist echt fad hier. Und plündern wir jetzt den Friedhof, oder was? Was hast du zu bieten, Thor? Nichts, du Null! Gar nichts! Na los! Ist jeder so ein Psychopath oder nicht? Oh, Mist! An alle! Hier spricht Captain Croft! Die Mönche sind auf diesem gruseligen Friedhof! Erledigt sie und macht mich stolz! Dann spendiere ich eine Runde Surprise! Also die Office sagt, King Shark. Was ist schon? Das Grab krieg ich ohne Probleme auf. Achso. Was hast du zu bieten, Grab? Nichts. Maya sagt, die Mönche haben Iridium in die Gräber getan, damit die Toten im Jenseits was zum Aufgeben haben. Wir zahlen es später zurück. Also, wenn wir nicht auch tot sind. Hm, naja. Blöd. Aber ich weiß, wo wir es noch probieren können. Was war denn das? Hast du den gerade gejagt? Gut gemacht. Nee. Ich sehe den Typen bloß rausrennen, umfallen und dann plötzlich kommst du raus. Nee, das musst du dann. Ich höre dich, Bestie. Aber war der Zufall gut. Das machst du für den nicht. Was hast du denn da erschnüffelt? Alter, epische Sniper, 102 Schaden. Boah, ich hab bloß blauen Scheiß. Cool, bring mir das Iridium zu Maya. Es ist Zeit zu kämpfen. Hä, was ist denn das? Schon mehr? Da ist ein Gesicht drauf. Und hinten ist eine Antenne dran.
Ne, hab ich auch schon probiert, keine Ahnung. Das ist, glaube ich, das Ding, oder? Das ist Rena. Ja, ja, glaub schon. Wahrscheinlich irgendeine Mission, was wir noch kriegen. Maybe. Ich frage mich, ob mein Messer in deinen Schädel passt. Oh, ich hab einen Geheimversteck gefunden. Mit der Kiste. Das ist so außerhalb vom Gebiet. Wenn du da hochläufst. Oder da drüber springst. Wenn du da oben bist, kannst du so runterspringen. Oder so. Siehst du die Kiste da unten, der Feuerschale? Oh ja! Alter! Oder mal erstmal einen Klon entstellen, ne? Ah, die ist gesperrt. Was soll der Scheiß? Das ist ein Benjo. Ah, okay, man kommt hier sowieso runter. Unser Lässt die gesperrt. Scheiße, ja, Mission oder so. Ja. Schütze die Kornkammern. Der Kammerjäger kann sich um Maliwon kümmern. Oh, verstanden, Maya. Bin unterwegs. Ständig muss ich Archive, Lager oder heilige irgendwas beschützen. Wir sehen uns, Kammerjäger. Eva hat dich ja richtig ins Herz geschlossen. Prüf mal deine Hosentaschen. Sie war blinde Passagierin auf einem unserer Handelsschiffe. Wir sind uns begegnet. Sie wollte mein Buch klauen. Statt sie von einer Klippe zu stoßen, machte ich sie zu einer Schülerin. Ich habe mein Buch und bin gleich unterwegs zu dir. Ich muss nur noch kurz... Sterb! Wir kommen nach Wasser! Antike Entspannungsübungen. Schon besser. Oh, ich habe so eine Kiste. Verdammt, warum ist schon wieder gesperrt? Du hast schon die eine Kiste da in dem einen Ding, was wir gefunden haben. Ja, oh oh. Das ist eine große, wo jeder einzeln aufmachen muss. Weil das einen Hack kostet. Mein Junge ist am Boden! Mann. Du bist ein Jäger und keine Beute. Auf die Füße mit dir. Also, Klappschutz. Du siehst jetzt. Also gut, Eva. Wo ist es? Nicht hier. Oder sonst wo? Oh, das Waffenkiste auch. Weil ich gar nicht weiß, wovon du da redest. Also kann ich auch nicht wissen, wo es ist. Schon klar. Das Buch. Ich bin gestorben beim in die Tasten hauen. Man sollte nicht meinen, dass unsere Hände zum Klavierspielen gemacht sind. Jetzt hier auch nicht. Der Typ hat ein Schützepult-Harmonie-Modul. Diesmal wird jemand keinen Grund haben, die Karaoke nachzuschwänzen. Ja, komm her. Ach so, man muss die ganzen Dinger da aufsammeln und dann kann man die Kisten erst looten. Welche Dinger? Ja, die Typhon da. Ach so. Scripts. Oder Dinger. Glaube ich jetzt mal. Weil es gab ja immer drei Stück zum Sammeln. Stimmt, ja. Oh.
Ey, wo kommt das hier schon wieder? Ja. Denk mal, oh gut, wir sind fertig, Alter. Schon toll sind die Nächsten da. Ach ja. Auf jeden Fall kann man eins sagen, momentan mangelt es nicht an Munition. Ich mache ungefähr gerade jeden Scheiß auf. Außerdem, ja, er benutzt gerade bloß ein Sturmgewehr. Und das verschießt nicht so viel, macht aber ultra in Damage. Achso. Oh. Das ist nochmal bad, er sagt, er komplett Schiff, wenn er ein Magazin drückt. Bin ich mal gespannt. Jetzt hau ich noch die ganzen Laser rein. Bleibung. Ist das eigentlich auch so ein Waffenmod? Nee, leider. Nee, nee, nee. Muss ja jetzt ein Bus. Ja, der Typ. Ja. Oh, ja. Gut, dass man das ja überhaupt nicht sofort erkennt. Wow. Captain Trond. That's Trond. Bau dir den Scheiß. Das ist die richtige Einstellung. Was, Bestie? Was macht denn der? Achso, das ist, weil er verseucht ist. Boah. Oh scheiße, da sind ein Haufen andere auch noch. Alter, das ist so eine scheiß Kugel, was immer rumböllert. Muss man richtig aufpassen. Alter! Man kann auf die Kugel schießen. Oh scheiße, ja, da ist die Kugel. Die geht ja überall, dass du dich nicht hier oben verstecken kannst. Ich habe kein Blut, also nehme ich deins. Oh ja, die fliegt schon wieder durch hier. Pass auf. Oh, oh Gott, die kommt schon wieder. Warte, kurz verstecken. Alter. Hallo Kugel? Was ist das denn? Irgendwie ist die Kugel weg. Achtung, oben in der Luft sind lauter Feuerkugeln. Sehen. Kannst abschießen, ne? Alter, eine fucking Eiswolke gemacht. Oh, scheiße, ist das eine Feuerkugel, die wo hier rumfliegt. Okay, der Crit ist hinten auf sein Ding drauf. Ah, sehr gut. Oh, hier ist ein guter Spot. Baby. Boah, legendäres Sturmgewehr. Oh, 37 Schaden, super. Ja, aber okay. Meistens sind die mega stark. Oh, und ein episches. Oh, eine Schaufel. Du hast das Iridium? Ja, damit. Nein, das ist mein Iridium. Ich geb dir 1 für 20. Dancen die gerade? Junge, okay, das ist Leo mal deine Waffe aus. Die Gewalt unserer Retter fasziniert mich. Wo sind die? Ich gebe zu. Das ist eine Dame, das kannst du viel geben. Ich bin gerade am überlegen. Das ist die Jacobs. 20 Schuss. Ja, ich probiere die erstmal aus. 10 Genauigkeit ist höher, Nachladezeit ist höher, Feuerrate ist niedriger.
Hier hin und dort. Wahrscheinlich so ein Karabiner. Hä, minus 33% Waffenschaden, minus 25% kritischer Schaden, plus 21% Feuerrate und 6,5 dazu. Ja, ne, die kannst du eigentlich haben. Ja, das ist ein blau-grünes. Oh. Warum hat er jetzt die weggeschmissen? Konzentrier dich. Malibon-Truppen könnten hinter jeder Ecke lauern. Ja, ich bin nicht genug. Also, ich zwar noch Athenas, aber wenigstens. Ich hab jetzt halt mir erst eins gekauft. Das muss jetzt erst einmal reichen. Wo sind die Schuffeln dahin über die Klinge? Wo ist die Schuffeln? Ich darf die Lehren nicht anzweifeln. Ich bin mal gespannt, wie du bist. Ich danke dir, dass du da bist. Okay, die Stromflinte ist cool. Die muss zwar erst aufladen, aber jetzt schießt sie Strom. Zweiter Feuerding ist es dann Säure. Stark gegen Schild und Ding. Ja, das ist geil. Hast du den Raketenwerfer hergeschmissen? Ja. Nimm mal mit, der kriegt alles. Ich konnte Iridium nie so nutzen wie Lilith. Alter, gib mir das. Okay, Cheat! Okay, es kann. Oder? Du siehst, wenn man Leggy bekommt, Alter, dann hat du das Klick. Ja, ja, 857. Aber ich glaub, das Ding ist einfach nur Piece of Shit, Alter. Das funktioniert? Das ist ein scheiß Sturmgewehr mit so einem fucking 8-Mann-Zoom.